So, komischer Anfang für eine neue Hearthstone-Episode. Aber ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Und ich habe mir heute was ganz Besonderes überlegt. Und zwar wollte ich heute zum ersten Mal Folgendes tun. Deck zum Teil geklaut. Ja. Ich habe ja in letzter Zeit in Hearthstone sehr, sehr viele Schatzjagden gemacht. Und davor habe ich auch sehr, sehr oft auf die Nase gekriegt. Und jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich mir mal ein Deck klaue. Und bin da mal auf diversen Internetseiten gewesen. Und habe mal so ein bisschen durchgeguckt, was kann ich machen, was habe ich überhaupt für Karten. Und da bin ich so ein bisschen auf den Jäger gestoßen, weil ich da ja auch die Legendary hab und die Legendary hab, wo ich ja selber auch schon probiert habe, ein Deck mitzubauen, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen nach Decks im Internet Ausschau gehalten. Da bin ich auch auf eins gestoßen mit angeblich einer 60-prozentigen Winrate. Wow. Soll es wohl angeblich auch auf Legend schaffen. Zumindest steht das hier. Season 48 Legend. 62% Winrate Hunter Deck. So. Problem an der Sache ist, da sind sehr viele Karten drin, die mir noch fehlen und ich musste einige herstellen. So. Jetzt fehlt mir davon auch noch eine zweite und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja komm, vielleicht kann ich ja irgendwas entzaubern, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ja? Wie der goldene junge Drache. Oder so. Ich hatte früher mal geplant, ja, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe früher mal geplant, dass ich alle Karten auf Gold haben will. Irgendwann. Nun hat sich Hearthstone aber so entwickelt, dass du sorry, dass du so oft kommen neue Erweiterungen raus. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn du nicht, keine Ahnung, 2000 Euro in das Spiel investieren willst, ist es fast unmöglich, alle Karten auf Gold zu kriegen. Ja. Weil es kostet so viel Staub und aus den Packungen ziehst du das eigentlich nicht wirklich raus. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich mich von vielen meiner goldenen Karten trenne. Ganz einfach aus dem Grund. Ja, wie gesagt, da hätte ich dann noch mal ein bisschen Staub, womit ich was machen kann. Ja, wie die zum Beispiel, die habe ich zweimal. Er tut mir natürlich irgendwo weh. Ich finde die goldenen Karten sehr, sehr geil, aber naja, man muss halt mal Prioritäten setzen. Ne? So, jetzt habe ich ja schon mal zwei platt gemacht. Dafür kann ich die herstellen. Und die packe ich auch schon mal ein. So, was steht in dem Deck noch drin? Ich muss immer zwischendurch mal gucken. Macht drei Schaden und beschwört einen Wolf. Ja, die habe ich, glaube ich, auch schon hergestellt. Ja. Beschwört einen Wolf. Die und die habe ich auch drin. Genau. Und jetzt fehlen noch zwei Karten. Und das eine ist halt so ein, der Barnes. Und die andere ist der.
Tja, aber macht das Sinn, die herzustellen? Das ist ja bald schon hier wieder vorbei, flüstern der alten Götter. Glaube nicht. Glaube, das macht wirklich keinen Sinn. Ganz im Ernst. Also, normalerweise wären Barnes und der andere Dings-Typ drin. Ich glaube, ich baue stattdessen einfach was anderes ein, um die Lücke auszugleichen. Und da finde ich zweimal Ruf der Wildnis eigentlich gar nicht schlecht. Oder? Oder was machen wir da? Weiß auch noch nicht, weil da steht bei den Karten zum Teil zum Aufwerten ein Geheimnis ausspielen. Heißt das, wenn ich Geheimnisse ausspiele, wird die noch krasser, die Karte oder was? Ruf zwei Wölfe, drei Dreier bei, dann sind die 4-4 oder was? Oder 5-5? Keine Ahnung. Oder kostet weniger, oder man weiß es einfach nicht. Also ich weiß es nicht. Ja, was könnte man machen? Schwierig. Komm, ich würde tatsächlich als Ersatz zweimal das einpacken und dann ist das Deck zum Teil geklaut. Das gebe ich offen und ehrlich zu und habe ich noch nie gemacht. Also das ist jetzt eine Premiere sozusagen. Aber mich interessiert das auch mal, wie so in Anführungszeichen Profi-Decks laufen. Nun gut, jetzt habe ich natürlich die Combo von der Legendary und dem Barnes nicht. Was natürlich das Deck auch um einiges schlechter macht wahrscheinlich. Aber wir probieren das trotzdem mal aus. Ich hoffe, dass ich daran denke. Vielleicht werde ich euch auch mal den Link zu dem Deck in die Videobeschreibung packen, wo ich das her habe. Eure Seele wird mir gehören. Lasst die Jagd beginnen. Und kann ich die Internetseite hier wieder schließen? Ja, ich finde Hunter jetzt auch nicht so geil, dass ich da unbedingt so viel Staub rein investieren möchte. Um auf Teufel komm raus, dieses Deck spielen zu können. Thank you.
Oh. Ich jage allein. Ich jage allein. Einfach mal alle Geheimnisse gespielt. Oh. Ja. Zum Aufwerten ein Geheimnis ausspielen. Ach, ich muss die spielen, wenn ich die auf der Hand habe, oder was? Das ist ja blöd. Ich probier's mal aus. Ich Okay. jage allein. Ich jage allein. Jetzt bräuchte ich meine legendäre Waffe, damit meine Hand voll ist. Wieder. Aber ich habe kein Glück. Ich träume und die Welt erzittert. Haben wir einen Tod? 10 Leben. Drei, fünf, sechs, sieben. Ja, das ist tot, ne? Ich frage mich. Gut gespielt. Moin nach Zahlen, Leute. Mal nach Zahlen. Rexar gegen
Jaina! Jaina! Ihr habt es so gewollt. Lass die Jagd beginnen. Ach ja. Das haben wir eine ganz gute Starthand. Schaut auf die Millionen, die ich befehle. Es ist ein Millmage. Ne, ist natürlich Quatsch, aber. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ich jage allein. Ja, ich hätte das natürlich auch spielen können, aber ich wollte das Board erstmal leer machen wieder. Wenn ein Feind euren Helden angreift, ruft ihr einen Diener der drei, kostet als neues Ziel herbei. Welcher Spur soll ich nur folgen?
wollt ein Zauber wirken? Das will ich auch. Sorry. Ah. Oh. Hier kommt der Flieger. Was für ein Geheimnis kann es sein? Okay. Sehr nice das Ganze, sehr nice. Ich meine, so sicher fühle ich mich jetzt noch nicht, aber... ihr wollt einen Zauber wirken? Das will ich auch. Ja, ja. Alles klar. Oh, da ist sie. Ah, jetzt muss ich überlegen. Verursacht Schaden, der dem Angriff dieses Dieners entspricht. 5. Ja, dann mache ich das so. Dann mache ich so. Dann mache ich so. Boah, zieht 3 Karten, die kosten 0, ne? Ein Spiel. Oh Gott.
bereit? Scheiße. Nein! Kann ich Bedarf würfeln? Nein! Daran hat er auch noch gedacht. Wahrheit findet sich im Tode. Eine unglaubliche Entdeckung! Oh Gott, ich bin kaputt. Ich meine, ich könnte die spielen, aber... Ach, komm schon. Scheiße. Ich glaube, die hätte ich früher spielen müssen. Die Spur gut gespielt. Wir haben die Jagd für euch entschieden. Okay, dazugelernt. Gegen Rexar. Lass die Jagd beginnen. Nur zu. Halt ihn mal verstanden. Man muss die auf der Hand haben und Geheimnisse ausspielen. Ist alles klar? Erstaunlich. Hey, und tschüss. Was? Das ist krass. Hehehe.
Das läuft doch schon mal alles nach Plan. Bis jetzt ruft 4 Wölfe herbei. WTF! Also das ist, ja, was soll ich sagen? Sehr nice. Ja, dann mache ich das doch mal. Was geht ab, ey? 4 Wölfe. Übel. Ja, okay. Man muss die Karten natürlich auch ein bisschen kennen, damit das Deck funktioniert, ne? Rexa gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Lass die Jagd beginnen. Boah, jetzt will ich die natürlich immer auf der Starthand haben. Es ist ja voll broken. 4 Wölfe. 3-3. Boah. Das ist eigentlich schon zu krass. Ehrlich gesagt. Frohes neues Jahr. Wenn man da das Glück hat und man hat das auch verstartend. Ich meine, gut, bei 6 Mana hat der Mage schon Blizzard, bei 7 Mana Flamestrike, aber trotzdem. Trotzdem. Komm, gib's mir. Aha. Geht wieder los. Vielleicht kriege ich die ja aufgepumpt bis zum 5-Mana-Zug. Schuss ging daneben. Ja, das war ein Fehler. Das muss ich mir bewahren für die großen Diener, die er gleich spielt. Das ist Quatsch.
Ja, war blöd. Coin rausgeschmissen, aber was soll's. Genau, für den zum Beispiel. Entfesselt mich! Boah. Ist natürlich kacke hier. Egal, ich mach das trotzdem, oder? Ja. So viele Möglichkeiten. Scheiße. Moment, 5, 6, 7, 8 ist der weg. 6, 7, 8 ist er tot, ne? Easy. Läuft. Rexar gegen Medivh. Mögen die Spiele beginnen. Lass die Jagd beginnen. Oh, nice. Ja, komm, uns bald ich so. Ja, mir gefällt das Deck eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, wenn ich den Barnes mit der Legendary noch hätte, wäre es noch krasser. Neues Jahr. Ihr wollt einen Zauber wirken? Das neues Jahr. Neues Jahr. Nicht so geil. Lass die Schmerzen sprechen.
ich jage allein. Eine Prise Totenpilz, die Ferse eines Schuhs. Okay. Ja. Ich jage allein. Ich jage allein. Das sieht nicht gut für mich aus. Lass dich im Herzen sprechen. Könnte das sein? Ein Eisblock oder was? Oder ist das hier Spiegelgedönsi? Das wäre natürlich nicht so geil. Wird das ewig so weitergehen?
Nice. Comeback Time, vielleicht. Vielleicht haben wir hier ein Comeback. Schade. Interessant. Wartet auf niemanden. Vor allem der Effekt hier. Kann nicht das Ziel von Zauber- oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Ist schon echt für eine 5-7er. So weitergehen. Tja, Bulli. Da machst du. Ah.
erschaffen. Ja, noch habe ich nicht gewonnen. Er hat bestimmt Pyrobälle und so ein Kram auf der Hand. Ja, okay, vielleicht sollte ich die mal loswerden. Oh, er rüstet sich hoch, ne? Geht los, Feuerball, Feuerball. Interessant. Nein, dass er auch immer die Siebener aufdeckt dafür, ne? Gut gespielt. Das broken, ey. Ich glaube, er tötet mich trotzdem gleich mit 1000 Bällen ins Gesicht. Eine Prise Totenpilz, die Ferse eines Schuss. Oh, normal. Ich meine, gut, er hat auch noch kaum Karten im Deck, aber was ist das denn? Aber dafür hat er den Effekt nicht. Jetzt hat er ihn wieder.
10 Mana, Alter. Aber mutig. Der ist aber mutig. Schweinchen. Yeah, called it. Don't call it Schweinchen. Ja. Und Eisblau. Gut gespielt. Danke. Kann mich durchaus noch killen. Das wäre lustig gewesen. Oh, der tötet sich selber jetzt, ne? Gut gespielt. Ja, nice. So, wir machen jetzt erstmal die Packung auf. Und dann machen wir noch eine Runde und dann ist Schicht. Jo. So machen wir das. Ja, das Deck ist schon witzig. Kann man nicht meckern. Lass die Jagd beginnen. Okay. Kämpfe meiner Seite. Hero Power und ein 2-Mana-Dude. Oh, Feuerball, okay. Feuerball. I came in like a fireball. Ich jage.
Also die nächsten 2 Tage werde ich auf jeden Fall nicht am Computer sein. Kleiner Fun Fact. Aber beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall auch wieder Kommentare vorlesen. Erhaltet ein Spiegelbild auf die Hand. Ich frage mich, ob... Ich jage allein. Fireball. Ja. Ich jage. 6, 7, 8, boom. That. Lass die ewige Jagd beginnen. Das ist seltsam. Tower, Gedönsi, Bloxy. Nehme Streik. Okay. Gut gespielt. Ja, komm, machen wir noch eins. Gegen Majev. Niemand entrinnt meinem Zorn. Lass die Jagd beginnen. Frohes neues Jahr. Oh nein. Ah, geil. Okay. Jetzt geht's euch eklig. Boom.
Danke. Ja, ich bin hübsch wie die Nacht. Ich jage allein. Hi, Doi. Oh, komm. Hey. Ich jage allein. Overpowered. Nein, lässt sie alle auf die Hand gehen, oder was? Nein. Don't. Ah, er tut es. Ah, das hat er gut gespielt. Hoffentlich werfe ich nicht meine Heldenkarte oder die Legendary Waffe ab. Okay. Komm, oh nein. Oh nein. Ich werde die Heldenkarte oder die Legendary abwerfen, bestimmt. Legendary wäre nicht so schlimm, also die Waffe, aber die Heldenkarte wäre echt mies. Man meldet sich selber, ne? Oder? Ja. Scheiße. Meine Hand ist zu voll. Scheiße. Scheiße. Ah, kann schlimmer sein. Okay. Die möchte ich nicht verlieren. Ich nehme deine Kerze. Nein. Immer das. Verursacht 3 Schaden. Nein. Lass die ewige Jagd beginnen.
glaube, ich bin tot. Vier Elferspott. Jetzt zurück auf die Hand, tot. Ja, oder er macht so. Gut gespielt. Das ist jetzt wirklich die letzte. Wir sind schon wieder über eine Stunde dran. Ich komme rein wie eine Abrissbirne. Beginnen. Frohes neues Jahr. Okay. Frohes neues Jahr! Halt dich mal. Ist jemand verletzt? Ahne schon wieder Schreckliches. Ich jage allein. Das wäre geil. Kopiert einen Diener aus dem Deck eures Gegners und ich habe gar keine Diener. Das wäre geil. Vier ist gut gegen Priest. Jo. Ich jage allein. Ist jemand verletzt? Abgefahren. Abgefahrene Sachen. Ich jage allein. Ja.
bin ein Fan von diesem Deck. Das muss ich sagen. Was? Unfair. Aha, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich jage allein. Jetzt geht's los. Gut, dass ich mir die Geheimnisse so lange aufgespart habe. Not fair. Hat das fast fertig, ne? Setzt das Leben eures Helden auf 40 und für 5 Mana ein 8-8er Sport. Lecko funny. Ich jage allein. Euer Gegner ist nicht mehr da. Na gut, belassen wir es mal dabei. No Dina Deck 2.0. Ich glaube, da kann ich mein No-Dina-Deck auch wegmachen. Ich habe die ganzen Standard-Decks weggemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Entzaubern. Und ich zeige euch das nochmal eben. Deck zum Teil geklaut. Habe ich von Hardpoon, wie auch immer, mir ein bisschen was durchgelesen. Fand ich ganz interessant. Und ich habe halt statt der Legendary, und dem Barnes habe ich zweimal Ruf der Wildnis drin. Das ist auch, glaube ich, ganz okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wie gesagt, tschüss.